wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen und begrüße euch zum nächsten Turnier-Vlog. Wir haben wunderschönes Wetter. Ich habe gerade schon beim Fertigmachen einiges für euch gefilmt, aber jetzt geht's richtig los in dem Video. Viel Spaß! Ein perfekter Morgen, um aufs Turnier zu fahren. Für meinen Geschmack ein bisschen zu früh. Ich bin absolut kein Frühaufsteher, aber ich mache jetzt mal die Pferde fertig. Während die Pferde fressen, nutze ich die Zeit und mache schon einmal den Bemer bei allen drauf. Also nicht bei allen Pferden, sondern bei denen, die ich mitnehme natürlich. Und dann kann ich den nämlich einpacken. Cassano lässt sich hier sein Frühstück noch schmecken. Und der bekommt jetzt einmal 10 Minuten Programm. So, ein bisschen krumm und schief, was für ihn jetzt ein bisschen groß eingestellt ist. Aber ist jetzt nicht so dramatisch. Ich mache gleich in der Zeit, hätte ich eigentlich auch gleich die Ohren aufmachen können. Naja, gut. Die Gamaschen, die Schweifbandage ran bei allen. Alles angezogen. Wenn der Baby dann fertig ist, kommt noch die Arschschutzdecke drauf. Dann ist Cassano schon mal fertig und weiter geht's mit den anderen beiden. Eigentlich wollte ich jetzt hier schon anziehen, aber Pippi hat so gut geschlafen. Da muss ich jetzt doch erstmal ein bisschen drüber putzen, bevor ich hier die Decke drauf mache. Und jetzt werde ich erstmal schnell Alex wecken gehen. Sträuch war auch schon schnell draußen, als ich im Bad war. Wollte dann aber sofort wieder rein und auch sofort wieder ins Bett. Also auch unsere Hunde sind richtige Langschläfer, aber bei dem schönen Wetter steht man eigentlich auch gerne auf. Von Y-Food habe ich eine kleine Riegel-Nachschublieferung bekommen. Die haben ja nicht nur die Drinks, die ausgezeichnet schmecken, sondern auch hier die Riegel mag ich richtig gerne. Und ich glaube, man sieht schon, welcher mein Favorit ist. Da fehlt nämlich schon einer und den nehme ich jetzt auch noch mit. Weil, ich weiß nicht, irgendwie habe ich gerade richtig Lust darauf, das so als kleines Frühstück schon mal zu nehmen vorm Turnier oder generell früh. Fällt es mir schwer zu essen. Ich muss immer erstmal was machen und kann dann nicht direkt frühstücken. Und das ist jetzt gut für die Fahrt. Und dann kann ich vielleicht hier von dem Salted Caramel nochmal was mitnehmen. Oh nein, das ist ja neu hier. Das ist ja neu. Das nehme ich auf jeden Fall mit. Das klingt genau nach meiner Sorte. Vorsichtshalber nehme ich schon mal beide Kriege mit. Geil. Richtig gut. Darauf geht natürlich auch der Code. Also, wer sich da mal durchtesten möchte, die sind jetzt ziemlich neu. Also einfach neu aufgelegt. Und die Sorte ist echt neu. Kenne ich gar nicht. Super Laune. Oh, sie Immer zu viel. Besser zu viel als zu wenig Material. Wegschmeißen kannst du immer. Guck mal.
Anscheinend ja doch nicht. Oh Scheiße, jetzt ist der Stau wieder abgegangen. Alex. Ja, hast du gut gemacht. Ach, warte, jetzt muss ich das hier wieder zumachen, ansonsten wird es kritisch. Annick, mal die Decke bitte. Das war mein Teddy. Ich dachte, wieso gibt es denn die Decke so? Ich glaube, wir können nachher auch noch mit vor. Sondern dazu dann kann noch ich wenigstens mal ein bisschen gucken. Polster im Schutz. Weil beim letzten Mal war ich, stand ich nämlich auch nur neben Kassar. Ja, nicht. Von außen reingucken. Ja, aber kannst du auch mit Hoffen noch auf. Was ja nur ein Pferd. So, Anne, und was kommt jetzt zum Einsatz? Die haben wir doch erst frisch gekauft. Ja. Was soll ich denn jetzt damit? Und dann Sattel genommen. Oh, wir hatten hier noch Sauschwein an mein Auto geschrieben, die halt dran. Ich war das nicht. Als erstes ein M1-Sterne-Springen für junge Pferde mit Castor geritten, weil das bis 8-jährig ausgeschrieben war. Und ihr erinnert euch sicherlich an meine gar nicht so selten genannten Ratschläge, nicht an Schönheit zu sterben im Parcours. Ja, habe ich mich erfolgreich nicht dran gehalten an meine eigenen Worte und bin das am Anfang so ein bisschen. Also einfach so ein bisschen zu zaghaft losgeritten, den Anfang vom Parcours. Und dadurch dann auch direkt die Quittung kassiert. Also Sprung 1 war jetzt, ja, da haben wir beide so ein bisschen geträumt, so, ja, es geht los. Da hat er sich kurz ein bisschen geärgert und ein bisschen doll zu 2 gekommen. Das ist überhaupt nicht schlimm. Aber jetzt hier war das von mir einfach viel zu schlecht geritten. Also ich habe viel zu früh aufgemacht, was so ein richtig untypischer Fehler für mich ist. Also sowas passiert mir eigentlich nicht, aber da waren meine Gedanken und Nerven wahrscheinlich auch irgendwo anders und ich bin da einfach so ein bisschen, ja, zu verkopft auch wahrscheinlich auch rangegangen und dadurch habe ich das Reiten vergessen. Aber ab da hatten wir einen richtig, richtig guten Fluss, dann war das auch überhaupt kein Thema mehr. Es war zwar dann so ein bisschen, ich sag mal, über die Uhr, also an sich hätte ich jetzt nicht so viel Go für den Parcours gebraucht, sondern hätte an sich zwar ruhig bleiben können, aber habe halt das ruhig ein bisschen zu ernst genommen. Naja, aber wir sind dann gut zu Ende geritten und es war mir direkt eine Lehre für den zweiten Parcours, den ich dann mit ihm geritten bin. Der war nämlich um Welten besser und das war einfach Training. Nichts anderes sollte das Turnier ja aber auch sein. Ja, aber zwei guck vorher mal hier. Wollte ich abspringen. So, jetzt bist du... Da ist mein Bockkörper ganz anders. Guck, jetzt bist du dran, du bist dran, du bist hinten vor allem. Jetzt... So, guck das andere nochmal. Vorne, vorne, vorne. Guck, hier gehst du jetzt schon vor. Ich brauche meine Decke zum Ende.
da ist es auch noch schön warm, ne? Während wir hier draußen bibbern. Na, die hat auch Fenster offen. Alles fürs Video. Streich, komm. Komm, Streich. Ich habe euch ja schon gesagt, dass ich aus dem ersten Ritt mit Castor sehr viel lernen konnte und das haben wir in der Runde 2 deutlich besser hinbekommen und uns da schon viel, viel besser verstanden. Ich habe mir einfach ein schönes, solides Grundtempo gesucht, habe ihn am Sitz, am Schenkel richtig gut eingerahmt und bin einfach ganz, ganz, ganz fokussiert meinen Rhythmus geritten. Und das hat eine ganz, ganz tolle Runde dann auch nach sich gezogen, mit der ich sehr zufrieden und sehr stolz drauf bin, dass wir die Runde so schön harmonisch, gleichmäßig in einem Tempo und Rhythmus zusammen absolvieren konnten. Ich bin jetzt, weiß Gott, überhaupt gar nicht schnell geritten, wie ihr seht. Also ganz normale Linien, hinten raus auch einen großen Bogen, dass ich nicht zu dicht irgendwie rumschnippe, sondern habe mir viel Zeit genommen, dass ich sag mal, eigentlich wie so ein Stilspringen angelegt, aber eben nicht so an Schönheit gestorben, wie ich es vorhin gesagt habe, wie im ersten Springen, sondern einfach durch diesen positiven Fluss und Rhythmus eine richtig solide, schöne Runde reiten können. Das ist jetzt hier die Wendung, die ich meinte. Also die bin ich dann auch mit der Püppi deutlich, deutlich enger geritten. Aber das war ja überhaupt gar nicht das Ziel, sondern eben den Fluss mitzunehmen. Und diese tolle Nullrunde hat auf jeden Fall so, so, so viel Freude gemacht und Spaß gemacht. Und da dachte ich, darauf können wir aufbauen. Ich glaube, ich muss nicht mehr dazu sagen, wie die Püppi drauf war. Und tatsächlich war sie das jeden Tag vor jedem Springen. Die war richtig heiß, aber das ist ja genau richtig. Und hat mir dadurch ein sehr, sehr gutes Gefühl gegeben. Und mit ihr war da natürlich jetzt so ein bisschen anderer Fokus dahinter in der Prüfung. Da wollte ich natürlich schon
enger rumreiten. Also ich habe es jetzt nicht sonst wie drauf angelegt. Ja, da fehlt leider ein kleiner Ausschnitt. Da hat nämlich das Handy gesponnen. Super schade, der Sprung war nämlich richtig, richtig gut. Aber egal, ich habe mich jetzt da einfach drauf konzentriert, dass ich engere Wendungen im Fluss reite, immer schön nach vorne ausgleiche, ohne dass sie mir zu lang wird. Jetzt habe ich leider hier gleich einen Fehler. Da habe ich sie einmal so aufgenommen, weil es eben sonst viel zu dicht und zu doll geworden wäre für die Kombination. Und dann hatte ich die Hand zu doll dran. Da kam dann leider diese Hinterhandstange. Aber die vier Galoppsprünge danach, diesen Ochser, die für sie echt schwierig sind, sich da schnell klein zu machen, hat sie wieder richtig gut gemacht. Hier schon die angekündigte engere Wendung, die ich ja mit Castor nicht genommen habe. Es war so wie so ein Zeitspringen. Also die Stange hätte ich von der Zeit her auch noch rausreiten können. Aber das war nicht das Ziel. Aber es war eine sehr, 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 sehr gute Runde. Cassano habe ich mir erstmal noch hier so einen großen Zirkel genommen, um schön Galopp zu finden und dann Zeit zu haben für Sprung 1. Das ist für ihn immer ziemlich wichtig, dass man da eben erstmal einen schönen Rhythmus findet. Ich lasse ihn so ein klein wenig länger dann im Hals, im Zügel, da fühlt er sich einfach wohler, anstatt so zusammen aufgerichtet zu gehen. Sprung 1 und Sprung 2, richtig schön gleich die Linie gefunden. Ihr habt gesehen, einmal kurz aufmerksam gemacht, danach aber direkt wieder den positiven Fluss nach vorne. Also ich habe mich nicht verzuppelt, sondern einfach einmal kurz Parade und dann wieder Fluss nach vorne gefunden. Auch hier habe ich geschaut, dass ich schön Galopp in die lange Seite hier reinnehme, kam ziemlich über die Trippelwache geflogen, musste dann einmal kurz ein bisschen parieren, dass es für den Steilsprung nicht zu eng wird. Kleiner Cut, wieder das Handy sponnen. Aber es fehlen diesmal zum Glück nur 3 Galoppsprünge oder so. Ich hatte richtig schön Fluss auch in die Kombination mitnehmen können. Er hat mir so ein klein wenig so nach links schon in die Wendung gedrückt. Da hätte mir ein bisschen gerader bleiben können. Hier die beiden Sprünge konnte man sich übrigens aussuchen, welchen man in beiden Fällen als 3 und als Sprung 8 nimmt. Ich habe mich dann einfach instinktiv irgendwie so spontan immer für den linken entschieden. Das hatte jetzt tatsächlich keinen so großen Hintergedanken. Also ich habe da einfach aus dem Fluss heraus entschieden. Und ja, mit der Nullrunde war ich sehr, sehr, sehr zufrieden. Und er war sogar platziert. Ich glaube, 7. Wache. Also jetzt wieder eine schöne Runde. Das war eine super Runde. Wenn die mal bildet, dann erstmal einer am Ochse. Der letzte war ein bisschen holpriger aus, aber auch.
Tarnung jetzt schon mal fertig. Den hatten wir hier auf dem Transporter, weil ich den jetzt in der ersten Prüfung habe. Jetzt erstmal hier Schrank aufmachen. Ui! Weil dann noch gemütlich Zeit und wir machen den schon mal fertig. Dann kann er ein bisschen Schritt gehen und ich kann entspannt Parkour abgehen. Ich habe übrigens eine neue Leckerli-Packung eingepackt. Ich finde die einfach geil. Beschreibt mich sehr gut. Na, jetzt kriegen erstmal alle was. Ich habe mir jetzt ein paar angeguckt und reite noch ein bisschen Schritt in der Sonne. Vina und Toni haben ihn aber schon warm geführt, eine ganze Weile. Aber bevor ich mich in die volle Abreiterhalle stürze, machen wir hier draußen noch ein bisschen Schrittarbeit. Oh, bin mal gespannt. Schon recht technisch anspruchsvoller Parcours. So ein bisschen tricky Linien sind drin. Wie an Tag 1 auch schon erklärt, habe ich mit Cassano mir schön Zeit genommen, schöne große Linie zur 1 zum Anreiten gesucht, dass ich nochmal schön locker in den Galoppfluss hereinfinde. Und das hat auch sehr gut geklappt. Ich hatte einen sehr schönen, lockeren, geschmeidigen Galopp, hatte ihn weich an der Verbindung, hatte auch eine ideale Linie dann zu 1. Er hatte die Ohren gespitzt. Es war alles sehr, sehr gut. Und irgendwas hat er im letzten Moment gesehen. Ihr seht, alles super und irgendwie hat er total geguckt in diesem letzten Galoppsprung und da musste ich echt einmal kurz drücken. Ich weiß nicht, was er gesehen hat. Dann hier danach richtig aufmerksam gewesen, trotzdem bei mir locker hier diese Galoppsprünge zum dritten Ochser weiter galoppiert, ohne reinzuziehen. Das war alles gut. Diese Eins war einfach so ein bisschen verschlafen, obwohl er total aufmerksam war. Das war sowas von super, super, super ärgerlich. Aber habe dann gedacht, okay, wir lassen uns jetzt davon nicht aus der Ruhe bringen, sondern ziehen diesen gleichmäßigen Galopp schön durch. Auch hier die Kombination, hat er ganz aufmerksam den Ochser reingesprungen, dann drin aufmerksam sich auch zurückgenommen. Hier musste ich einmal ein bisschen aufnehmen, weil dann kam nämlich hier so eine ziemlich steile Wendung schon auf den nächsten Ochser drauf. Das hat alles wunderbar im Fluss funktioniert. Was leider nicht so gut funktioniert hat, war dann hier die Kombination. War ein bisschen weit reingesprungen und dadurch kam ich dann nicht schnell genug dazu, ihn zu schließen. Und da das ja auch so schräg aufgebaut war, konnte er das wahrscheinlich dann auch nicht ordentlich einschätzen. Und da kam dann leider so ein blöder Folgefehler. Aber trotzdem, abgesehen von der 1, war ich sehr zufrieden mit der Runde. Das ist einfach schade, das passiert aber. Es sind Tiere und wer weiß, was war. Er kann es mir ja leider nicht erklären. Wir sind gerade richtig durchgefroren. Es ist zwar wunderschöne Sonne, aber in der Halle habe ich das Gefühl, es ist kälter als draußen, wenn man dann sitzt und zuguckt. Weil wir hatten ja jetzt einige Zeit zu überbrücken. Zwischendurch hatten wir die Pferde abgeladen und waren spazieren und grasen. Aber jetzt haben wir noch mal kurz ein bisschen zugeguckt, Kakao getrunken und stopp, ich wollte eigentlich mein Jackett anziehen. Jetzt machen wir so langsam fertig. Ich bin auch fix und fertig mit den Nerven. Wir haben jetzt erstmal nur Pöpi fertig gemacht und ich habe für sie schön viel Zeit zum Schrittreiten. In der Zeit machen Sina und Toni Castro fertig und dann können sie auch mit dem spazieren. Das Abreiten mit der Pöpi war auf den Punkt. Es war wirklich perfekt. Die war so locker, ruhig, entspannt auf der einen Seite, andererseits aber, als es dann in die Arbeit ging, genauso motiviert, wie sie jetzt hier ist und hat mir einfach ein ganz, ganz, ganz tolles Gefühl gegeben. Ich bin mit einem sehr positiven Reitgefühl da reingeritten in die Prüfung, habe gleich natürlich mit ihr so von Anfang an ein bisschen auf Angriff geritten, das Ganze. Und das hat sich dann am Ende auch ausgezahlt. Wir waren mit einer sehr guten Nullrunde platziert. Das kann ich schon mal vorwegnehmen. Also hier schon mal schön Galopp. Das sieht bei ihr aber nicht so spektakulär aus, weil sie jetzt nicht so die Vorderbeintechnik hat wie manch andere. Aber dafür springt sie halt einfach einen halben Meter höher. Und euch ist es auch aufgefallen. Ich kann euch gar nicht genau sagen, warum, aber ihr Sprungablauf hat sich so verbessert. Also einfach so, er ist viel dynamischer und fokussierter auch geworden über den Winter jetzt. Also haben wir auf jeden Fall
ziemlich viel richtig gemacht im Training anscheinend. Und sie ist einfach so bemüht zurzeit. Also auch wenn es jetzt hier wie in der engen Wendung zu 5, was ihr echt schwer fällt mit so einem großrahmigen Pferd da, den Galopp zu halten, dass sie sich dann so lang macht und so kämpft. Und auch hier, obwohl sie echt ein bisschen sparsam reinkam, von der Landung her, dann hinten raus ganz schön weit hatte, hat sie so klasse durchgezogen, auch hier zum letzten nochmal schön lang gemacht und es war wirklich eine tolle Runde. Es hat so verdammt viel Freude gemacht und es war einfach toll. Es war wirklich, wirklich einfach toll. Und so gut das Abreiten mit der Püppi war, so schlecht war die Abreitesituation mit Castor. Also nicht wegen Castor, sondern die ganze Situation. Es war irre wenig Zeit. Ich weiß nicht warum. Auf einmal ging es total hektisch zu. Also wir sind überhaupt nicht in diesen lockeren, ruhigen Abreitezustand gekommen, den man haben möchte und den wir auch gebraucht hätten. Und davon habe ich mich so beeinflussen lassen und da war ich echt überhaupt nicht nervenstark und bin die wahrscheinlich schlechteste Runde meines Lebens geritten. Das ist echt, das ärgert mich heute noch, aber ich kann euch sagen, dass ich daraus gelernt habe und den Sonntag haben wir eine so tolle Runde gedreht. Wir haben uns überhaupt nicht verstanden. Also wir haben irgendwie, wir haben so aneinander vorbei geredet, sag ich mal, und das war einfach ganz viele Missverständnisse zusammen. Dann war er durch den Stange hier auch gleich so ein bisschen hektisch geworden und ich konnte eben nicht dieses lockere Loslassen reiten, wie das in dem M2 Sterne am Vortag dann war, weil das war ja eine sehr, sehr gute Runde. Ich hätte mir gewünscht, dass wir das dann auch gleich durchziehen können, aber das ist ja überhaupt nicht schlimm. Also es ist auch überhaupt nicht schlimm, dass das auf Turnier dann hier jetzt nicht so optimal lief, denn Turnierreiten lernt man auch nur durch Turnierreiten. Und genauso ist das mit einem neuen Pferd auch. Da macht man seine Erfahrungen mit und das ist überhaupt nicht schlimm, weil das Wichtige ist, dass wir die Runde am Sonntag eine ganz, ganz tolle Abschlussrunde hatten. Und das war dann wiederum sehr, sehr, sehr viel mehr wert als diese schlechte Runde, die wir dann hier leider gedreht haben. Das war, ich könnte mich immer wieder ärgern. Das ist wirklich, das ist nicht das, was ich reiten kann und das ist nicht das, was wir zusammen auch reiten können. Das haben wir dann nämlich am Sonntag gezeigt. Sonntag sind wir auch extra früher hingefahren, dass ich ihn auf dem Platz dort einfach nochmal so ein bisschen locker dressurmäßig reiten konnte. Das war für meinen Kopf ganz, ganz wichtig, dass ich das auch auf Turnier mache und nicht zu Hause. Aber ich wollte jetzt auch nicht in die Abreitehalle, wo gerade eben für eine Prüfung abgeritten wurde. Deswegen haben wir uns hier einmal auf den Platz verkrümelt und einfach so ein bisschen dressurmäßige Basics geritten, dass ich nochmal ein besseres Gefühl für ihn bekomme, dass wir uns einfach nochmal zusammenfuchsen. Und das hat mir und uns sehr, sehr gut getan. Und das hat man dann auch beim Abreiten gemerkt. Da hatte ich dann aber auch das Glück, dass ich ihn zuerst in der Prüfung geritten bin und nicht die Püppi. Und dadurch deutlich mehr Zeit im Vorlauf hatte, um eben das Abreiten ganz, 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 ganz ruhig und auch lang einzuplanen, dass ich immer wieder Zeit habe mit Pausen. Und das hat Wunder gewirkt, kann ich wirklich sagen. Das ist, was ich brauche, also was auch ich brauche. Ich bin da tatsächlich wenig nervenstark in solchen Situationen, aber muss da dringend an mir arbeiten, dass ich mich nicht so schnell aus der Ruhe bringen lasse mit solchen Situationen. We'll be right back.
aber mit Castor und Pippi dann ins Springen ging, hatte erstmal Cassano seine Prüfung. Und auch mit ihm hatte ich viel Zeit. Es war sehr entspannt, konnte hier nochmal schön rumtraben und da auch wieder eben dieses Durchatmen nochmal haben für ihn und für mich. Hier hat er einmal kurz geguckt, was da an der Tür los ist. Und dann habe ich ihn wieder auf mich konzentriert, schön zu Ende geritten, hier dieses Durchschlängeln. Dann konnte ich wieder schöne lange Linie hier zum Anreiten nutzen, dass ich mir wieder Zeit nehme, diesen lockeren Galopp zu finden. Es ist auch immer ganz wichtig, dass ich schön locker sitze und nicht verkrampfe. Und da finde ich solche Wege immer nochmal ganz, ganz wichtig. Sprung 1 wieder schön bei mir gehabt, aber irgendwie war uns Sprung 1 an dem Wochenende nicht mehr vergönnt. Ich kann es euch nicht erklären, aber ist nicht schlimm. Wir haben uns einfach nicht davon beirren lassen, sind richtig schön im Fluss auch hier weitergeritten, obwohl das hier schon eine ziemlich anspruchsvolle Linie ist für ihn. Er hat ja lieber so diese größeren Linien, die nicht so schnell nacheinander kommen, aber ich habe hier dann einfach Galopp weitergehalten. Hatte da, dadurch, dass ich mit der Hand dran war, leider einmal ein bisschen Stangenberührung. Da hätte ich früher wieder die Ruhe finden müssen. Aber dieser Galopp ist auf jeden Fall das, was er wieder für die Draußensaison ja, gut im Petto hat. Ich glaube, die Hallensaison möchte für ihn jetzt gerne beendet sein. Hier hätte ich auch einfach schneller schließen müssen, mich schneller aufrichten müssen, ihn aufmerksam machen sollen für den Oxer. Da kam das einfach so ein bisschen schnell, dadurch, dass ich ziemlich viel Schwung in die Kombination rein hatte. Dann hier einen Galoppsprung gespart und einmal schön fliegen lassen zur 10. Das war dann wieder ein guter Abschluss. Aber an sich gute Runde, aber die zwei Stangen hätten nicht sein müssen, hätte ich ihn einfach aufmerksamer haben müssen. We'll be right back.
ich habe ja schon gesagt, am Sonntag haben wir bewiesen, was wir beide imstande sind, zusammen zu leisten. Das war so eine tolle Runde, es hat irre viel Spaß gemacht. Von Anfang bis Ende hatte ich einen richtig guten Rhythmus, bin zwar überall ganz außen lang geritten, wie ihr seht, dass ich immer wieder die Zeit habe, ihn schön unter mich zu bekommen, ohne dass ich jetzt zu viel so ein bisschen kribbelig reiten wollte, sondern einfach richtig am Schenkel eingeschlossen, am äußeren Zügel führend durch die Wendungen reite, den Fluss mitnehme, und genau das ist uns auch gelungen. Es war von Anfang bis Ende einfach ein Rhythmus, ein Fluss. Es waren grandios gute Sprünge bei, wie jetzt hier auch Ochser gleich wieder hingesetzt, äußeres Bein eingeschlossen, weiter zur 6. Kombination, dreifache jetzt hier gleich. Da hatte ich natürlich auch so ein bisschen Respekt vor erstmal mit dem neuen Pferd. Richtig gut reingekommen, hier drin einmal ein bisschen unaufmerksam gewesen, dafür an C direkt richtig gut reagiert. Also er wollte auf keinen Fall diesen Fehler noch einmal machen. Die beiden Ochser jetzt hier, Linie 8 und 9, waren grandios gut gesprungen im schönen Fluss. Genauso können wir dann auch diese guten Sprünge abrufen. Hier ist er mir jetzt einmal so ein klein wenig reingesprungen. Dadurch hat so ein bisschen dieser Mini-Rhythmus-Rümpler da die Stange verursacht, was sehr schade war. Aber es hat einfach nur Spaß gemacht. Ich habe mich so gefreut, dass wir jetzt diese schöne Abschlussrunde drehen konnten, und auf die können wir jetzt definitiv aufbauen. Mit der Püppi wollte ich natürlich das gute Ergebnis des Vortages noch einmal bestätigen und bin das Ganze auch genauso angegangen. Ihr seht, sie ist auch genauso angewiesen wie am Tag vorher. Also die hat richtig Bock zur Zeit, war beim Abreiten wieder genauso gut entspannt, ruhig, fokussiert, im normalen Reiten genauso motiviert an den Sprüngen, obwohl ich sie minimal steif fand beim Abspringen. Aber das liegt vor allem daran, würde ich jetzt einfach mal denken, dass der Boden auch draußen nicht so gut ist. Also da springt sie sowieso nicht so gut, wie sie es dann drin tut. Aber drin ist sie sehr gut wieder gegangen. Ich habe wieder schön frech das Ganze angelegt, denn es gab nämlich tatsächlich erst einen einzigen und generell nur einen einzigen fehlerfreien Ritt in dem Springen. Das heißt, ich musste auch so ein bisschen die Zeit mit im Auge behalten, denn ich wäre eben nur mit einer Nullrunde ohne Zeitfehler, die gab es nämlich auch einige, in ein eventuelles Stechen gekommen. Deswegen musste ich auch so ein bisschen frech reiten, dass ich tatsächlich auch besser reite. Also wenn ich so die Runden reite, sind das immer deutlich bessere, als wenn ich das zu schön machen möchte, in Anführungszeichen. Es war eine sehr gute Runde. Sie hat gleich wieder nach den Landungen den nächsten Sprung gesucht und angegriffen. Auch die Dreifache, die jetzt gleich kommt, die ja für sie immer eine Herausforderung ist, hat sie grandios gemeistert, hat sich richtig klein gemacht. Sie ist ja eben ein sehr großrahmiges Pferd. Für sie ist es sehr schwer, da eben schnell sich zu verkleinern. Hat sie ganz toll gelöst. Jetzt hier war ich wahrscheinlich so mini früh, wir sind mini bisschen zu früh am Zügel gewesen und hatte diese ganz leichte Ochserstange, konnte die Linie sehr gut zu Ende reiten. Und jetzt habe ich leider den gleichen Fehler wie mit Castor auch. Hier einen Aussprung der Kombination noch einmal. Aber ihr seht, wie spät und leicht diese Stange erst fällt.
Es war super schade. Die hat sie wirklich mit ihrer äußersten Hufspitze berührt. Das war sehr schade. Also es war eine ganz tolle Runde. Es hat super Spaß gemacht. Und das Ergebnis, das ist nicht so schlimm. Voll. Sehr gut. Ja. Sehr, sehr gut. Verloren den Nacken.